Zwischen 350 und 700 Demonstranten haben sich am Sonntagnachmittag zu einer Kundgebung vor dem Rüsselsheimer Polizeirevier versammelt. Sie halten die Erschießung von zwei American Staffordshire Terriern am Dienstagmorgen auf dem Friedensplatz für ungerechtfertigt und verurteilen die Polizei für dieses Handeln. Die beiden Hunde hatten sich, entgegen der Vorschriften für Listenhunde, in den frühen Morgenstunden auf der Straße frei bewegt. Möglich war dies, nachdem in der Nacht in die Shisha-Bar, die sie von innen bewachen sollten, eingebrochen worden war. Über das, was danach geschah und ob es angemessen war, wird seither im Internet kräftig gestritten. Pauschale Verurteilungen von Listenhunden, deren Haltern, aber auch der Polizei heizen die Stimmung auf. Videos, die im Internet kursieren und teilweise nicht mehr abrufbar sind, zeigen nicht den gesamten Polizeieinsatz, der etwa eine Stunde dauerte, sondern nur die letzten Sekunden mit den tödlichen Schüssen. In diesem Umfeld gedeihen Annahmen und Behauptungen, die richtig sein mögen oder auch nicht, aber auf jeden Fall wahrgenommen werden sollten. Die zwei Hunde haben gespielt und die sind abgeknallt worden, weil es Listehunde sind. Ganz einfach, so war es. Ich habe kein Verständnis für das. Ja, weil das Tierheim hätte kommen können, es hätten Hundeausbilder kommen können. Also dafür hätte es auch eine andere Lösung gegeben, wie Hunde abzuknallen. Die Hunde haben ja vorher zwei Menschen verletzt. Einer davon soll der Onkel des Hundehalters sein. Das sind doch Gründe, die dafür sprechen, dass die Polizei handeln musste. Nein, der Onkel, der wurde nur gekratzt an seiner Hand. Und den zweiten, den sie gebissen wurden, der hat keinen angezeigt oder sonst was. Wenn er so stark verletzt war oder gebissen wurde, hätte er doch angezeigt. Die Verletzten wurden erst nach einer Stunde, nachdem die Hunde erledigt waren, sind erst behandelt worden. Also so schlimm waren die Verletzungen. Die Verletzung soll deswegen erst zu spät behandelt worden sein, weil die Sanitäter vorher gar nicht an die Hunde 20 kamen? 20 Meter bis zum Streifenwagen, wo der Verletzte drin war. Streifenwagen konnte die 20 Meter fahren oder der Krankenwagen bis zum Streifenwagen fahren. Volle freie Fahrt gewesen. Wo soll da irgendwie Schwierigkeiten bestanden haben? Ich war vor Ort ab kurz nach 7, bin angerufen worden von einer Bürgerin, weil ich Stadtverordneter bin und habe alles gesehen, sowohl die Schießerei, die am Schluss war, die Verletzten, die dort anschließend behandelt worden sind und vor allem auch die vielen Schulkinder und Leute, die zur Arbeit sind, die auf dem Film ja nicht da waren, weil auch in dem Bereich die Busse zur Arbeit kamen. Das ist ja ein zentraler Platz in Rüsselsheim. Zwei Hunde wurden erschossen. In der Nachbetrachtung, war das ein Fehler oder gerechtfertigt? Meine Kollegen, kann ich ganz klar nochmal sagen, hatten zu dem Zeitpunkt, nachdem bereits zwei Menschen zum Teil erheblich verletzt wurden, sahen sie keine andere Chance als eine Gefahr für Unbeteiligte zu verhindern, als diese beiden Hunde vor Ort zu töten. Und ich kann Ihnen nochmal sagen, auch für meine Kollegen ist es nicht leicht, zwei Tiere zu erschießen. Sie sahen aber einfach keine andere Möglichkeit.